Silly. Endlich komme ich dazu, dieses grandiose Spiel zu spielen. Die Rede ist von Tiny and Big Grandpa's Leftovers. Das Spiel ist rausgekommen von Crimson Cow, hat eine Menge Preise abgeräumt, wie zum Beispiel den Deutschen Entwicklerpreis und das beste deutsche Nachwuchsspiel 2011. Und ich feiere das Spiel gerade selber derbe ab und es hat hohes Suchtpotenzial. Das Ganze ist zu haben für 15 Euro auf dem PC spielbar. Also es ist auf jeden Fall einen Blick wert, wer auf Jump'n'Run Action steht und Comic-Stil und einfach Bock hat, die ganze Welt in Schutt und Asche zu legen. Das Coole an dem Spiel ist, ihr könnt es auf der Tastatur, aber auch auf dem Joypad spielen. Ich werde das hiermit spielen, weil Jump'n'Run sich einfach besser damit spielen lassen. Ich werde dieses Review ein bisschen anders gestalten. Ich werde es einfach mal anzocken und werde ein bisschen was dazu erzählen. Und werde auch ein paar Schnitte machen, damit ihr ein bisschen mehr von der Spielwelt sehen könnt. Aufgrund meiner 15-Minuten-Begrenzung komme ich ja nicht dazu, das mal eine Stunde für euch anzuzocken und ausführlich zu zeigen. Deswegen werde ich einige Schnitte machen. Ja, habe ich eben gesagt. Egal, genug Geschwalt. Wir gehen jetzt direkt ins Video rein und ich zock euch was vor. Bis gleich. So Leute, nach einem kurzen Intro starte ich direkt das Spiel. Verzeiht mir im Voraus, dass ich hier unten auf meinen Bildschirm gucke. Der steht ein bisschen weiter unten als die Kamera von mir. Und ich erzähle euch jetzt einfach mal ein bisschen, worum es in dem Spiel geht. Wir sind unseren Held Tiny. Und wir wollen eigentlich nichts anderes als ein bisschen zu chillen und entspannen und Videospiele daddeln, ja. Wir haben einen Erzfeind, der heißt Big und der gönnt uns sozusagen unsere Ruhe nicht. Er stiehlt die Unterhose von unserem Großvater. Jawohl, das ist die Story von dem Spiel. Ja, genau, die Unterhose. Nun hat diese aber einen ideellen Wert für uns und für unseren Helden, denn sie ist das einzige Andenken, was er an seinem Großvater besitzt. Was bleibt uns also anderes, als die Verfolgung aufzunehmen? Am Anfang des Spiels haben wir ein nett aufgemachtes Tutorial, welche uns an die Spielsteuerung etwas heranführt. Optisch erinnert das Ganze stark an die Gameboy-Grafik, alles im Monochrom, wie Mitte der 90er. Und hier lernt man durch kleine Sprechblasen, wie die Steuerung funktioniert. Ja. Ein besonderes Augenmerk sollten wir mal auf Tinys Schneidewerkzeug legen. Und das werde ich euch gleich mal in einem kleinen Video erklären. Black Pants presents Laser. Rope. Ja, nachdem wir unser Tutorial hinter uns gebracht haben, ja, würde ich mal sagen, wir haben einen kleinen Autounfall mit unserem Taxi gehabt und unser einziger Freund, das Radio, ihr habt richtig gehört, das Radio, das steht uns bei und wir sollen unsere ganzen Habseligkeiten wieder zusammensuchen. Und wir haben natürlich unsere netten Utensilien bei uns, die uns das Ganze ermöglichen. Wir müssen Big natürlich nachjagen und die Unterhose wiederfinden. Und ich muss sagen, ihr werdet es wahrscheinlich schon im Hintergrund hören. Die Musik ist schon mal obergenial und diese ganze Comic-Grafik, ich bin da so geflasht und begeistert von und es macht richtig, richtig Bock, ja, das Spiel. Ich kann es jedem Jump'n'Run-Fan echt nur ans Herz legen, ja.
Das Spiel wurde übrigens schon vor 2 Jahren, wenn ich mich recht erinnere, entwickelt oder angekündigt. Und das Ganze haben 6 Studenten gemacht, das Spiel, ja. Und es war echt lange erwartet, bis es rauskam. Und ich muss sagen, ey, das Warten hat sich so gelohnt, ja. Und es ist einfach nicht enttäuschend, das Spiel. Und es hält, was es verspricht. Ich kann euch nochmal den Kaufpreis nennen. Es waren 15 Euro. Crimson Cow hat es mir geschickt. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Ich war richtig heiß auf das Spiel. Ich habe lange angefragt, bis ich es bekommen habe. Und wie gesagt, ich werde es mir aber wahrscheinlich nochmal im Original sozusagen nachholen mit der schönen Verpackung. Und man möchte das Ganze ja ein bisschen hübsch im Regal stehen lassen oder haben. Ja. Und ja, kann ich nur wärmstens empfehlen. Ja, wir finden hier halt auch einige Kassetten, die jeweils mit einem Lied von einem Soundtrack bespielt sind. Wenn ihr die einsammelt, dann startet dann ein anderes Lied und per Knopfdruck können wir dann zwischen den einzelnen Songs hin und her switchen und da ist eigentlich so ziemlich alles drauf, von klassischen Rock bis zur 8-Bit-Musik, ja. Ja, in dem Spiel, wie ihr seht, gibt es halt Rätsel aller Art. Ihr könnt die ganze Umwelt um euch rum verändern mit dem Laser. Das macht tierisch Bock, einfach alles Mögliche zu zerschneiden und dadurch kleine Wege euch frei zu schaffen und von A nach B zu kommen dadurch, ja. Und es ist nicht frustrierend oder irgendwie langweilig, ja. Das lässt sich alles mit wenigen Schnitten praktisch lösen. Ja, das ist alles in einem charmanten und comicartigen Stil gehalten. Und ja, ich finde es einfach großartig. Die Funktionen habt ihr übrigens schon gleich am Anfang. Die ganzen Spezialwerkzeuge habt ihr schon von Anfang an. Auf der einen Seite ist es ein bisschen schade, dass ihr die euch nicht erspielen müsst, ja. Aber auf der anderen Seite ist es auch ganz cool, weil ihr wenn ihr einen Hänger habt und nicht wisst, wie ihr weiterkommen könnt, ja. Und sagen wir mal, ihr seid am Anfang nur mit dem Enterhaken ausgestattet oder sowas und ihr würdet erst ein Schneidwerkzeug später bekommen, ja. Ich glaube, das wird das Ganze ein bisschen schwierig machen. Also, ja, ich finde es eigentlich nicht schlecht, am Anfang einfach alle Werkzeuge schon zu haben und damit ein bisschen rumzuprobieren, ja. Mein Lieblingswerkzeug ist natürlich der Enterhaken und das Schneidgerät, also der Laser. Und die Rakete brauche ich eigentlich selten bis gar nicht, weil wir können auch wunderbar Steine wegbewegen, indem wir die einfach mal zur Seite schieben. Und ja, wir haben auch die Optionen zu schieben und zu drücken. Leider wiederholen sich mal hier und da ein paar Passagen oder Situationen im Spiel öfters, aber dieser Umstand kann dem Spiel auch seine Kurzweiligkeiten nicht jetzt habe ich mich verhaspelt. Seht ihr, deswegen spiele ich nicht gerne und erzähle gleichzeitig, weil ich nicht mehr weiß, was ich sagen wollte, ja. Aber ich wollte sagen, das Spiel wird nicht um die Kurzweiligkeit geraubt, weil ihr diesen Umstand habt, ja. Tiny and Big, Grandpa's Leftovers wird als Episode 1 übrigens bezeichnet und das lässt uns doch mal, wie bei Sam und Max zum Beispiel, vermuten, dass auch irgendwann mal eine Fortsetzung rauskommt oder dass Jump'n'Run-Fans auf eine Fortsetzung hoffen dürfen. Also ich würde dies stark begrüßen, ja, weil ich finde das Spiel richtig geil. Ich habe das irgendwie vorgestern eingelegt und hab's ein bisschen angezockt, um ja mich einfach ein bisschen einzufädeln und mich hier nicht ganz zum Affen zu machen, ja. Und ja, wie gesagt, ja, ich hoffe auf Episode 2 oder dass es noch mehr Teile davon gibt, weil
ich war früher, ich weiß ja gar nicht, wie es euch so geht, aber ich war riesengroßer Fan von Crash Bandicoot auf der PlayStation 1 und da habe ich jeden Teil derbe abgefeiert, bis der enttäuschende PlayStation 2 Teil rauskam, den fand ich dann weniger cool. Aber solche Jump'n'Runs in dem Stil, genauso wie Tiny and Big, in diesem comicartigen Stil, das fand ich schon immer geil und wie ihr seht, es hat eine ganze Menge Humor und ja, ich finde es einfach richtig cool. Ich kann es nur immer wieder erwähnen, dass ich das Spiel richtig cool finde und dass es Spaß macht, ja. Ja, soll ich doch mal zu meinem Fazit kommen, bevor ich jetzt hier noch mehr rumschwalle? Ich switche einfach mal zu meinem Fazit, ja. Ja, in dem Spiel geht es einfach und allein darum, die Unterhose vom Großvater wieder zu finden, was ich auch schon mal eine ziemlich coole und abgefahrene Story finde. Und besteht überhaupt eigentlich irgendeine Möglichkeit, dass das Spiel nicht absolut episch ist? Ich weiß es nicht, ja. Und neben dieser lustigen Hintergrundstory wartet das Spiel auch mit viel Charme und Humor auf uns und der Soundtrack ist, wie bereits erwähnt, sehr abwechslungsreich und durchaus schön anzuhören. Also das könnt ihr euch alles nochmal irgendwie im Nachhinein anhören. Das ist auch cool, also das ist auch coole Autofahrmusik. Und an der Spielmechanik muss ich sagen, da gibt es einfach absolut nichts zu meckern und es macht Laune, alles kurz und klein zu schneiden, ja. Und einzig die etwas hohe Wiederholungsrate wäre zu bemängeln, aber das kann den Spielspaß nicht wirklich trüben, weil, wie gesagt, wenn ich da nochmal an so einen Crash Bandicoot erinnere, man hat das früher ja öfters durchgespielt. Man hat so ein Spiel, wenn es einem richtig gut gefallen hat, nicht nur einmal durchgezockt, sondern man hat es vielleicht auch abwechselnd mit Freunden dann nochmal gespielt und jeder hat irgendwie ein Level gespielt oder jeder hat eine Idee, wo man dann weitergehen konnte oder wo es noch Sachen zu sammeln gibt, ja. Und ja, und alles in allem finde ich das Spiel ein super unterhaltsames Spiel und wie gesagt, 15 Euro, schnappt euch das Ding, es macht übelst Laune und ich drücke jetzt mal hier auf Pause. Ja, das war's im Großen und Ganzen von mir und Tiny and Big und der Unterhose des Großvaters, ob ich die wirklich gefunden habe, kann ich euch sagen, ja, ich habe das Spiel in zwei Tagen durchgesuchtet und kann es jedem nur empfehlen. Und ich werde es wahrscheinlich des Öfteren, trotz allem, obwohl ich es durchgespielt habe, ich bin eigentlich so ein Mensch, der, wenn er einmal ein Spiel durchgespielt hat, nicht unbedingt nochmal anfasst, aber ich werde das bestimmt mit Freunden nochmal zocken und wie gesagt, auch Jump'n'Run-Neulinge oder so werden hier ihren Spaß haben, weil die Steuerung super easy von der Hand geht und ja, das war's im Großen und Ganzen von mir und Tiny and Big. Und ja, Leute, keep on zocking. Wir sehen uns demnächst mal wieder. Eure Frau Zimmi.